So ist es. Und zwar sofort! So, bevor ich jetzt ein paar Worte an euch richte, möchte ich alle bitten, die noch was sagen wollen, egal ob sie jetzt von politischen Parteien kommen oder auch nicht, das ist uns fast noch lieber, dann bitte einfach mal zu mir kommen, dann haben wir gleich beim Abschlussort genügend Zeit, dass ihr auch was sagen könnt. Das ist das sogenannte offene Mikrofon. Ja, zu meiner Person ganz kurz. Ich bin Jost Reimer-Letzmann, ich bin der Bundesvorsitzende der Grünen Hilfe und beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit Menschen, die aufgrund von Verfahren, früher eher Besitz, heute eher Führerschein, mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen sind und die rufen dann bei uns an, bekommen Anwälte und wir beraten sie. Nun ist es so, vor ein paar Jahren ist es so gewesen, dass die Hauptkriminalisierung eigentlich war, dass Menschen aufgrund von geringen Mengen kriminalisiert worden sind, dass es dann Strafverfahren gab, Gerichtsverfahren etc. Dieser Trend hat nach unserer Einschätzung eher nachgelassen. Das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch nicht. Warum? Die Bundesregierung hat sich was abgeguckt, was in der Schweiz schon vor 3-4 Jahren vor Ruhe gemacht hat. Und zwar haben sie sich überlegt, wie können sie eigentlich am besten Cannabiskonsumenten abzocken. Und das tun sie über den Führerschein. Wie läuft das? Cannabis ist die einzige Droge, und das ist genau das Problem, die sich sehr lange im Körper abbildet. Das heißt, der passive Wert im Körper ist relativ lange nachweisbar. Und genau das ist das Problem, was sich die Behörden zunutze machen. Sie halten also Leute an oder machen Autobahnen dicht oder Landstraßen, wie auch immer, kontrollieren die Werte und wenn sie was finden, dann kommt gleich der große Hammer. Im Normalfall Monat Führerscheinverbot, 4 Punkte und 750 Euro Bußgeld. Dabei ist es egal und das ist das eigentliche Problem und der eigentliche Skandal auch, ob ich gerade eben, gestern, vor einer Woche oder vor 2 Wochen konsumiert habe. Weil sie nämlich nicht nur den aktiven Wert nehmen, sondern auch den passiven Wert. Und so schön, wie ich diese ganze Legalisierungsbewegung finde, ich selber bin eigentlich eher ein Kritiker des Ganzen, desto schlimm finde ich, dass das aus den Augen verloren wird. Und das ist eigentlich der erste Hebel, wo Politik und auch wir ansetzen müssen, das endlich klarzumachen, dass die Kriminalisierung von Menschen, die nicht aktiv konsumiert haben und am Straßenverkehr teilnehmen wollen, dass die endlich aufhört. Und dazu muss eine Grenzwertediskussion hin. Und da kann ich nur alle ermutigen, dieses auch zu tun. Ich fand eigentlich ganz gut, was vorhin Max gesagt hat. Max war ja ein paar Jahre bei den Grünen aktiv, ich weiß gar nicht mehr, ob es heute noch ist. Ich habe vor 2 Jahren dann auch den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, die grüne Hilfe, das ist ja ganz nett, Leuten zu helfen ist auch ganz nett, ist ganz wichtig, aber ich möchte mehr. Ich möchte eine Entkriminalisierung bzw. eine Legalisierung und bin auch in politische Parteien gegangen, in diesem Fall die Linke. Und ich habe sehr schnell einsehen müssen, dass Drogenpolitik, sobald die Menschen oder die Politiker was zu entscheiden haben, ganz schnell von der Tagesordnung runterkommt. Woran liegt das? Es liegt häufig nur an dem Wort Drogenpolitik. Dann sage ich zwar immer, Leute, was sind Drogen? Kaffee, Tee, Zigaretten, Schokolade. Ein eigenes Wort für Medikamente. Und so weiter und so fort. Aber wenn es um Cannabis geht, da steckt ihr alle euren Kopf unter die Mütze und seid nicht dafür bereit zu kämpfen, dass Menschen nicht kriminalisiert werden, dass mit ihnen einfach ganz normal umgegangen wird. Das geht so nicht. Aber leider ist es so, wie es ist. Auch ich bin da ziemlich abgestraft worden als drogenpolitischer Sprecher für. Und wir sind leider auch in der Politik viel zu wenige, die dieses Thema auf die Tagesordnung bringen. Und deswegen glaube ich eigentlich eher, dass wir außerparlamentarisch viel mehr bewegen können. Und das ist hier ein Anlass, und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich großartig, dass dieses Jahr, ich glaube, in 11 Städten der GMM, der Hanftag, gefeiert wird. Das ist eine Riesenentwicklung. Und wir sehen das auch an der Hanfparade oder an anderen Veranstaltungen. Es passiert langsam was im Land. Unsere Argumente sind nämlich die besseren. Und alle anderen Gegenargumente, die sind nur von der Medikamentenmafia, von der von den Bierlobbyisten oder geschürt. Aber nicht von der Vernunft. Und die Vernunft muss einem sagen, gebt endlich das Hanf frei, um mal Hans-Christian Ströbele zu bleiben. Lasst uns endlich mit der Kriminalisierung aufhören. Lasst uns die Grenzwerte-Diskussion beginnen. Und vor allen Dingen, liebe Leute, geht auf die Straße. Kämpft dafür. Es ist eigentlich ein Menschenrecht. Und das muss für jeden ein Anlass sein. Zeigt euch!
Wenn man sich allein mal vorstellt, vor 3-4 Jahren war die Legalisierungsbewegung ziemlich tot. Und heute haben wir 11 Hanftage in ganz Deutschland. Wir hatten eine Hanfparade letztes Jahr. Ich glaube, 5.000 waren da. Dieses Jahr werden es mit Sicherheit mehr werden. Wir müssen einfach auf die Straße, wir müssen der Politik zeigen, wir lassen uns von euch nicht gängeln. Wir haben ein Recht zu konsumieren. Lasst uns endlich in Ruhe. Lasst uns unser Leben führen, so wie wir es wollen und nicht, wie ihr es uns diktiert. In diesem Zusammenhang noch ein kleines Thema am Rande, weil das eigentlich ziemlich gut zeigt, wie perfide das System mittlerweile ist. Nun ist es so, wenn man mit Besitz erwischt wird, dann hat man ja eigentlich die sogenannte Prozesskostenhilfe bzw. das Armenrecht. Das heißt, hat man kein Einkommen, bekommt Hartz IV oder ähnliches, dann hat man die Möglichkeit, sich vor Gericht vertreten zu lassen. Was passiert gerade? Genau dieses Recht wird in 3 Wochen jedem Einzelnen genommen. Die Prozesskostenhilfe wird eingeschränkt. Die CDU- und FDP-Regierung hat das ganz geschickt gemacht. Die haben sich nämlich in den Rechtsausschuss gesetzt, haben sich mit den ganzen Rechtsverdrehern zusammengesetzt und werden jetzt die Prozesskostenhilfe einschränken, sodass nicht jemand, der kein Geld hat, ein Verfahren führen kann. Und dieses finde ich unerträglich und das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Kein Demokratie. Okay, ich höre Mucke, 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 also macht DJ Pona Mucke! Willkommen.